was in Kingdom Hearts komplett bisher geschah. Would you mind if I stayed here with you? Sure, if it'll make you feel better. Thank you. My summer vacation is over. Then you came here, and you were questioned by three young people. That was the final key to awaken him. Of darkness. No way! You can't go there until you get the power of waking. But come on, we have to do something. If we don't act, the organization's gonna win. Sora, do you even know how to get to the realm of darkness? Well, Riku and the king do. I won't tell you. Nope, not until you complete your own mission. Huh? The king? Riku? Is this a bad time? Enzo. So, I have some news about Ansem's code and the replica we need for Roxas's heart. Oh! And? First, the replica. Evan is still missing, but we found some of his research. I'll see what I can learn from it. You've got our thanks. As for Ansem the Wise's data, we've discovered a very interesting passage. I'll read you exactly what he wrote. I have discovered three unique hearts inside of Sora's. One is Roxas. The second has been with Sora for nearly as long. And a third has resided in Sora's heart for even longer. Most of his life, in fact. This is a truly astonishing discovery. While these hearts have now melded with Sora, grown silent and indistinct, Sora retains the memories of all three. The memories have been compartmentalized, each placed in its own box, so to speak. I surmise the hearts can be awoken provided that each of them is returned to the box that contains the correct memories. Unite the heart with its memories and provide it a suitable body within which it may flourish. And I believe any or all three of these people can be made real again. Roxas and two more? Who else? Oh, thanks, Enzo. Certainly. Take care. Three different hearts. One of them's Roxas. The other one must be Ventus. You didn't believe what Greninja said. Well, it's kinda all we got to go on. Sora, do you know who the third one might be? Guess I can't count. Hey, that's not related. Donald. Ooh.
Huh? Hiya, Sora! Hey, Dale. What's up? Chip just got a message from Merlin. Chip, I got in! Hey, Chipper! Hi, Sora! Hi, Chip. Does Merlin need us for something? Yep, I think it's got something to do with some kind of book. He said he'll have a cup of tea while he waits for you. A cup of tea where? Oh, no. He said tea, but he didn't say where. Do you mean he left before you could find out? He's a tough wizard to pin down. Anyway, message delivered. Bye. Where could he be having tea? I don't know. Say, if you were gonna have a cup of tea, wouldn't you want to have it at the best restaurant that you could find? Oh, of course. What else's bistro? Yeah, let's go drop by Twilight Town and we can see if Merlin's there. Und hier dachte ich, ihr könntet vielleicht eine Tasse Tee in Hollow Bastion wollen. Vielleicht dort, wo sein Haus ist. Vielleicht dort, wo Scrooge auch noch einen Eisladen hat. Sofern er noch aktuell ist. Apropos Eis. In die vereiste Frozen-Welt werden wir noch nicht fahren. Habe ich ja in den letzten Part schon angekündigt. Nebenbei das dritte Herzen Sora. Es ist überhaupt keine Überraschung, wenn ihr hört, welches es ist. Wir haben in Dream Drop Distance schon die Bestätigung gehalten, dafür erhalten. Ich sollte das vielleicht als Erinnerung nochmal vorne an den Part ranschneiden, als Rückblende. Denn als Rico in Sora damals eingetaucht ist, hat er neben einem eingedateten Anzim den Weisen, der ihm die Flaschenpost gab, auch noch drei andere Individuen getroffen. Und zwar Roxas, Ventus, so haben sie ja schon richtig vermutet, und das dritte war Shion. Weil ihr Herz zu Sora zurückgekehrt ist. Wie sie ja gesagt hat in Days, das ist ja der ganze Grund, warum sie sich in Days überhaupt Roxas vorgeworfen und quasi geopfert hat, damit sie zu Sora zurückkehrt, denn anders konnte Sora nicht rekomplettiert werden, beziehungsweise seine Erinnerung, denn sie hat sie ja, seine Erinnerung. Das war ja der ganze Punkt, also überhaupt keine Überraschung, das zu hören. So, ich habe ja schon vor zwei Parts erwähnt, dass ich ein paar kleine Sachen in Gummischiffen gemacht habe. Erstens mal habe ich mein ganz eigenes Gummischiff und meine ganz eigene Mini-Jets entworfen. Und zwar, mein Gummischiff ist die Horizon. Mit ein bisschen Feuer und Feuer ausgestattet und zwei Kometengummis unten dran. Besitzt sogar ein Radar, damit ich auch die Bossleisten, also die Leisten von Bossen sehen kann. Und dann noch so Eisgummis, die in mehrere Richtungen schießen. Das ist okay. Niemand-Symbol vorne drauf. Hier haben wir das Unversierten-Symbol und hier haben wir das Traumfresser-Symbol. Teilt ein bisschen was. Und dann gibt es die Mini-Jets. Sie sind beide komplett gleich, außer dass einer von einem Unversierten ist und der andere von einem Traumfresser. Ich dachte einfach, dass das ein schöner Touch ist. Da das ja die Horizon ist, habe ich die Mini-Jets einfach Zonies genannt. Das sind unsere Zonies. Mit ordentlich Feuerpower ausgestattet, können wir damit hoffentlich einige Gegner erledigen. So. Ihr seht, dass ich auch die Kosten ziemlich optimiert habe, soweit wie es eben ging. Aber es gibt da noch ein paar Sachen, die ich umändern muss. Am großen Horizon-Schiff. Und auf die Reise, wie ich bekomme, was ich brauche, nehme ich euch jetzt. Ich hätte es mir offscreen holen können, aber ich habe offscreen nur bis Level 99 gelevelt, damit ich auch die maximale Kapazität an Gummischiff-Bau-Zeugs habe. So. Wir werden... Machen wir erstmal die. Wir werden hier starten. Mit Horizon und den zwei Zonies. So. Was ich brauche, wird höchstwahrscheinlich eine Schatzsphäre sein. Nebenbei, die Geschwindigkeit dieses Schiffes ist auch Bombe. Hat fast die Maximalgeschwindigkeit von 250. Wobei ich die eventuell nochmal ein bisschen runterschrauben werde. Weil ich muss zwei Sachen installieren. Ich weiß noch nicht, wie viel die kosten. Aber ich habe nur drei Punkte übrig. Das heißt, ich werde auf jeden Fall irgendwas abmachen müssen. Schauen wir mal. Bevor ihr fragt, ja, dieses Schiff hier hat eine höhere Feuerkraft als die Vega. Vor allem mit den beiden Zonies. So, so. Auf
die Frage, was wir jetzt in den Gummijet-Mission machen werden. Hauptsächlich die Schatzsphären. Und dann werden wir uns an den Gummi-Superboss versuchen. Aber ich bin nicht wahnsinnig genug, den ohne meine zwei noch anzubringenden Teile herauszufolgen. Was ich könnte, aber es wäre wirklich höchst dumm. So, schauen wir mal. Blitzra. Olga. Okay, das war noch nicht, was ich wollte. Tornado. Typhoon. Muss nebenbei auch noch die Augen aus, offen halten. Ball. Doch, das waren sie. Ball und Schild. Ja, da war auf jeden Fall bei, was ich brauchte. Okay. Nichtsdestotrotz, alle Schatzbären machen empfiehlt sich. Nebenbei, guckt euch mal an, wie schnell die Kristalle damit down gehen. Also das ist eindeutig stärker als die Vega. Ich musste auch noch nach den Sternbildern Ausschau halten. Da hinten ist zum Beispiel eins. Ich bin schon allen begegnet, aber ich habe mir nicht genau gemerkt, wo die sind. Außerdem habe ich sie nicht fotografiert, weil ich das nicht offscreen machen wollte. Alles, was ich offscreen machen wollte, da hinten haben wir nebenbei die zweite Schatzsphäre, ist das Leveln und das Erstellen des Gummischiffs, weil ich damit einfach keinen ganzen Part verschwenden wollte. Denn das Endergebnis zu sehen, ist schon okay genug. Ich mag die Schiffe. So, warte mal. Aha, da haben wir Endymion. Oder Endomin. So, und die Schatzsphäre. Was? Das war keine Absicht. So, schauen wir mal. Dort habe ich einen. Uff. Da kommen jetzt zwei nacheinander. Drei. Zum Glück lassen die sich schneller reindrehen. Okay. Sehr gut. Gravitra, Sägegummis, Schallturbo, Meteor, römischer was auch immer und Fluoriten. Warte mal. In den Schatzsphären sind doch Sachen drin, die nicht für Gummis gut sind. Das wusste ich nicht mal. So, schauen wir mal. Ich meine, Fluoriten sind ja für Schlüsselschwert-Auflevelungen. Ich meine, ich kann es fürs Monstropolis-Schlüsselschwert definitiv gebrauchen. So ist es nicht. Ich weiß gar nicht, worauf ich hier eigentlich schieße. Hier nichts, was mit Sternbildern zu tun hat, und das macht mich ein bisschen skeptisch. Wir gucken mal gerade auf die Zonenkarte, auch weil ich die letzte Schatzsphäre markieren will. Wobei ich genau drauf zufahre. Nahezu. Oh ja. Dieser Kristall. Der wird so super beschützt. Da unten. Ah, da ist ein Stempel. Das zuerst. Das habe ich nämlich nicht markiert. Während es zwar angenehmer ist mit dieser Geschwindigkeit, muss ich sagen, ich könnte trotzdem noch ein bisschen mehr vertragen. Tomberry. So. Ich glaube, ich habe die Wegpunkte noch nicht alle freigesetzt. So. Erstmal den rechten. Den linken werde ich nicht erwischen können.
Außerdem wird mich die Kamera sowieso noch zu dem hingeleiten. Uff. Ich wollte schon sagen, wenn du jetzt nochmal aus dem Bildschirm gerätst, dann dreh ich durch. Dann wird das nämlich tatsächlich mal knapp. So. Feuiger. Eisgar. Wasra. Excalibur. Was soll das denn? Die Sticker, diese Dinger. Das sind keine Abilities oder was? Na, schade. So, jetzt wäre alles, was ich noch hätte, nach dem letzten Sternbild Ausschau zu halten. Da müssten 3 Stück sein und ich hätte jetzt erst 2. Und den Wegpunkt endlich mal aktivieren. Schauen wir mal. Da ich ja eben die ganze äußere Seite lang gegangen sein muss, lang gegangen bin, müsste, was ich suche, irgendwo bei dieser Außenschicht hier sein. Ne, hier ist wieder Monstropolis. Da habe ich es also irgendwie verpasst. Ich meine, Monstropolis will ich sowieso nochmal zurück, weil es da ein paar Embleme gibt, die ich verpasst habe. So 3 Stück müssten das sein. Obwohl ich natürlich nicht weiß, wo sie sind. Ich würde sagen, diese Little Chef-Sache, beziehungsweise diese Merlin-Sache, die da angesprochen wurde, die wäre das, was ich am ehesten machen sollte. Wenn ich hier mit den Gummimissionen schnell genug durch sein sollte, versteht sich. Wobei, ich weiß nicht, ob das der Fall sein wird. Hallo? Ah, sehr gut, hat geklappt. Okay. Ach, bin ich nur stutzig, dass ich hier wirklich noch gar nichts von dem anderen Sternbild gesehen habe. Oh ja, den Sandwurmboss, den musste ich ja auch nochmal machen. Stimmt, ich habe hier noch nicht alle Gegner. Nun denn, schauen wir uns mal an, wie die Lebensleiste runtergeht. Die Level 5 Version kann ich in einer Minute runterkloppen. So, jetzt kann das Leben nicht weiter sinken, weil, ja, wie soll man sagen? Er muss warten, bis er die Planeten wechselt, weil dann spawnt der zweite. Bis dahin ist meine Waffe auch wieder aufgeladen. So, das ist jetzt der zweite. Sieht man an der Lebensleiste. Die Level 5er Variante hat sogar noch mehr Leben. Und die geht auch immer eine Minute down. So, jetzt brauchen beide nur noch einen Schuss, aber der muss halt noch den Planeten wechseln, damit sie beide zusammen sind. So, Nummer 1. Und Nummer 2. So, der bringt 9000. An dem zu leveln wäre vielleicht besser gewesen. Der bringt mehr. Also, das war's für die 3-sternigen Bosse. Jetzt fehlen noch die beiden 4-sternigen und 2 2-sternige. Ich meine, wenn ich dabei bin, kann man ja schon mal einen der 4-sternigen ausnehmen. Vielleicht sehe ich ja rein zufällig. Könnte das? Das Sternbild, was mir fehlt. Ist das die Vega? Let's see. Das ist die Endymion. Was? Das war ein Versehen. Ich drücke mal den Stick rein. So. Machen wir mal ein bisschen mehr Feuerkraft.
Mann, die Armen. Einfach in der Mitte bleiben. Passt schon. Irgendwie erinnern mich diese Schiffe immer an Bhutans aus Super Smash Bros. Super Omnis her. Also Super Smash Bros. Brawl halt, ne? Na los, gib mir mehr! Naja, noch einmal eine Minute und wir sind schon bei B, also... Kein Zweifel daran, dass das ein A-Rang wird. Ich möchte nochmal darauf hinaus, dass das eine der Gegnerarten ist, die am meisten aushält. Einen von denen habe ich nicht bekommen. Schade. So. Ist das hier nicht ein Teil von einem Herzlosen aus Kingdom Hearts 2? Zusammen mit dem Mast? Oh Mist, das wollte ich gar nicht. Wir brauchen keinen Level 3er Kampf. Nebenbei, man kann die Kämpfe auch abbrechen, wenn man sie nicht initiieren will. Ich meine, das ist ein Easter Egg, diese ganzen Teile, die hier rumliegen, von einem Boss-Gegner aus Gummischiffen aus Kingdom Hearts 2. Ich meine, dieses herzlose Schiff, was man bekämpft hat, wenn man zu Olympus wollte, das erste Mal auf der Gummiroute. Mag mich auch eventuell irren. So, folgendes. Soweit ich das sehe. War das zumindest keiner von denen. Aber hier, den habe ich noch nicht gecheckt. Okay, komm schon bitte. Mist! So, neu. Dasselbe Spiel nochmal. Also es ist nicht das schnelle, das schnelle Gefecht 6. Das ist auch nicht der 4er. Das ist auch nicht der Countdown 5. Okay. Der gehört dazu. Den muss ich machen. Ja, komm. Okay. Deshalb diesen Punkt wirklich einfach nur noch an. Wie viele Gegner kannst du treffen, bevor es vorbei ist, Spiel? Weil, es gibt nichts, was mir hier wirklich gefährlich werden kann. Haben wir noch eine halbe Minute abzuwarten. Ab jetzt ist es Rekorde sammeln. Werden die überhaupt noch Gegner zum Nachspawn haben nachher?
Ah, die kamen zu langsam rein. Countdown Nummer 6. Sehr gut. Gut, das nächste müsste irgendwo in der Nähe der schnellen Gefechte sein, denke ich mal. Und dann halt noch den nächsten viersternigen. Schauen wir mal. Ich begebe mich mal in die Nähe der schnellen Gefechte. Das wäre dann genau hier. Sehe jetzt keinen zweisternigen. Eventuell sind wir auch nicht in der Nähe voneinander. Habe ich das da hinten? Let's see. Ist es das, was ich suche? Nee, das ist doch wieder die Endymion. Ja. Wenn es so angezeigt wird, habe ich das schon. Ich muss irgendwo anders hin. Den zweiten vierstelligen muss ich auch noch wieder finden. Da ist noch ein zweisterniger. So, ich sehe jetzt gerade zwei Sterne. Da schauen wir mal mein Glück. Der ist schon mal raus. Die sind auch beide raus. Der eine, den ich sehe, scheint es zu sein. Was? Ich darf ihn nur nicht aus den Augen verlieren jetzt. Da. Der scheint der letzte zweisternige Kampf zu sein, den ich brauche, was ja echt super wäre. Dann bräuchte ich nie mehr suchen. So, kommt jetzt mal was? Ich muss 100 Gegner erledigen und die setzen mir immer als Feiergegner vor. Was soll denn das? Mehr. Davor kriege ich dann überhaupt noch einen A-Rang? Ja, ganz knapp. Schnelles Gefecht 4, warte mal. Das war der nicht. Ah, jetzt gucke ich mal. Schnelles Gefecht 4 kann es ja jetzt nicht sein. Wir gucken nochmal. So. Countdown. Irgendwas gerät hier durcheinander. So. Also. Achso, der aktualisiert das nicht. Deswegen konnte ich das mit dem schnellen Gefecht 4 auch nicht sehen. Schade, es war zwar eine schöne Idee, das so zu machen, aber wenn ich nicht aus dem Missionsmenü rausgehe, aktualisiert er das nicht. Nur auf die Weise werde ich nichts finden. Schauen wir mal. Er ist nicht Countdown 5. Er ist nicht Countdown 6. Er ist aber Countdown 7. Da ist der dreisteinige Boss. So, schauen wir mal den hier. Ich habe leider keine andere Möglichkeit, das zu machen. Er ist nicht Countdown 5. Er ist nicht Countdown 6. Countdown 7 haben wir ja schon geguckt. Er ist nicht schnelles Gefecht 6 und er ist auch nicht 4. Das heißt, das muss er jetzt aber sein. Schnelles Gefecht 5? Ich glaube, auf schnelles Gefecht 5 suchen wir.
So. So, erstmal den noch. So. Da kommt schon eine A ran. Sonst bringt das Ganze auch nichts. Sehr gut. Ja, das war's. Sehr gut. Noch mal. Yes. Jetzt fehlt mir nur noch der zweite Viersternige. Wo ich überrascht bin, dass ich ihn nicht gesehen habe. Weil die eigentlich nicht gerade versteckt sind. Und sobald ich den habe, werde ich mein Gummischiff ummodeln. Was war das? Ich meine, hier gibt es... Da, warte mal. Hier gibt es ja nur einen anderen, den ich da markieren kann. Und wenn dieser es ist, dann muss ich einen anderen suchen. Aber nein, das ist schon der, den ich brauche. Sehr gut. Dann fehlt nur noch ein Sternbild und dann haben wir alles hier. Und das Sternbild kann ich auch offscreen suchen und irgendwann reinschneiden. So, dieser Gegner, der am meisten aushält. Merkt man aber auch. So. Ich erinnere mich immer noch sehr an Xaldins Pflanze. Aber ich habe einen Autoschutzengel. Mit anderen Worten, das spielt keine so große Rolle. Ich habe gar nicht auf mein Leben geachtet. Ich habe einfach nur auf die Mitte draufgehalten, weil ich ihn so besiegen konnte. Und er war auch der, den ich brauchte zum A-Rang. Okay, also alles gut. Also ja, ich habe einen Autoschutzengel auf dem Schiff. Was bedeutet, wenn ich einmal besiegt werde, tauche ich wieder auf. Stärker denn je. Nein, eigentlich ganz normal, aber... Jetzt sehen wir auch, wir haben überall A-Rang und alles, was fehlt, ist der Superboss und um den wollen wir uns jetzt kümmern. Wir nochmal gucken, Schätze. Hier fehlen zwei Schätze. Also doch noch ein bisschen mehr als nur das eine Sternbild. Und die Gummimissionen gelten ja für alles. Viele davon kann ich noch gar nicht erledigen. Also kehren wir jetzt zur Weltkarte zurück. Und dann muss ich jetzt gucken. Ich habe die Gummis, die ich brauche. Die Frage ist, was muss ich entfernen? Oder wie viel? Damit ich sie auch anbringen kann. Nebenbei, ich habe offscreen auch... You wanna see our new gummy blocks? Jo, die sind neu. Alles aus dem Gummiladen gekauft, wollte ich sagen. Aber das stimmt gar nicht. Sie haben jetzt wieder neue Sachen. Jo. Ich meine, ich kaufe die drei. Schaltkreismaterial. Nehmen wir auch mal. So, okay. Gummieditor. So, also gut. Montieren. Extra Gummis. Hier, die Schildgummi. Kosten 20. Also so viel werde ich nicht wegmachen müssen. Ich will die möglichst so, dass die anderen Waffen nicht blockiert werden.
Und ich weiß, sie sehen hässlich aus, aber sie bringen es, glaubt mir. So. Etwas, was 40 kostet. Das wäre also einer davon. Oh, meine schöne Symmetrie. Aber warte mal. Der hier kostet 70. Mit anderen Worten, das kann ich machen. So, bumm. Gut. Mit 7 weniger hätte ich sogar noch die Möglichkeit... Also, warte mal. Guck mal, ich mache jetzt die beiden weg. Die sind sowieso nur extra. Und dann kann ich... Ach Mist, ich habe ja keinen davon. Für 50, hm? Hätte ich noch ein weiteres Feuergummi, dann hätte ich davon eins anbringen können. Das kostet auch 70. Ah, 100, das wird immer schlimmer. 50 auch. Mist, Mist, Mist. Aber guck mal, hier die. Erzeugt zu Beginn eines Kampfes eine Barriere mit einer geringen Menge TP. Ja, aber ich weiß nicht. Das Problem ist, was würde ich denn rausnehmen? Was würde ich rausnehmen? Ich meine hierfür, da müsste ich noch 9 Punkte rausnehmen. Jeder einzelne Block, den ich rausnehmen würde, wäre bloß im Sinne von einen Kosten gespart. Kosten die hier mehr? Die kosten mehr. Okay. Und wie ist mit dem hier? 3, 6. Wäre aber auch nicht genug. Die Sache ist, die habe ich nämlich hier. So, bumm. Da müsste ich noch irgendwas, was 4 kostet. Habe ich hier noch irgendwas verbaut, was so 4 kostet? Ich hätte nur was für 2. Ich meine, ich kann den ja unter einem anderen Entwurf speichern. Es ist ja nur für diesen einen Kampf. Was bedeutet, das ist schon okay. Ich würde dann nämlich hier einmal den da machen. Und das Gummischiff dann unten, etwas, was man nicht so sieht, ein bisschen nackt machen. So. Ja, wie gesagt, das ist dann schon okay. Auch wenn diese Waffen dann so ein bisschen fliegen, aber das ist auch nicht so schlimm. So. Und dann würde ich... Alles nur dafür. Hier unten... noch ein Feuergummi dran machen.
Es verschmilzt auch so ein bisschen mit dem Kometengummi. Was jetzt nicht so schön ist. Wenn ich es nach hinten versetze, ist auch nicht so schön. Aber was soll's, ist ein bisschen zweckmäßig. Passt schon. So, Materialien. Bumm. Was? Nein, mach das nochmal rückgängig. Hallo? Man darf die Schilde nicht editieren. Oh. Man darf die Schilder echt nicht editieren. Egal. Nein, wir speichern den Bauplan unter... was auch immer. Ist mir egal. Gut. Und da dieser Part jetzt langsam Überlänge nimmt, annimmt, wird es auch endlich Zeit loszugehen. Dorthin will ich. Und wir nehmen... den da. Sehr gut. Und die Spezialwaffe wird sein... das da. Oder? Ja, das Reparaturkit. Passt. Los geht's. Jetzt wird es Zeit für einen Gummijet-Superboss. Der super stark sein wird. Nicht so wie diese Sandwürmer. Und wohin werden wir diesmal hinfliegen? I'd say we're going right into the eye of the storm. Huh? I think it's hostile. Oh ja. Das ist das gegnerische Gummischiff. Und es macht extrem viel Schaden an uns. Bei dieser Attacke ist man sicher, wenn man bei dem linken Bein bleibt. Und dann hat er noch diese Schilde. Die muss ich anschießen, wenn ich den A-Rang haben will. Das ist aber etwas, worum ich mich später kümmere. Im Moment werde ich einfach nur versuchen, dem irgendwie auszuweichen. So, man kann die Beine dieses großen gegnerischen Gummischiffs auch erledigen. Und das führt dann dazu, dass er diese Attacke, die er jetzt macht, die Laserattacke, zweimal hintereinander macht. Oh man, seht ihr, wie viel Schaden ich kriege? Das ist abnorm. Und ich habe mich gerade geheilt. Kommt noch dazu. Ich meine, ich habe den Schutzengel, aber... na los. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich das mit meinem Schiff schaffen kann. Aber dafür muss ich ein bisschen besseres Ausweichspiel spielen. So. Einmal kurz rein zum Angreifen. Und dann geht's wieder los. Schiff deployed. Wenn ich mich zweimal heilen kann, ist das okay, solange ich nicht so oft getroffen werde. Das Problem ist, wenn er sich entscheidet, die Laserattacke zu machen, während die Schilde noch draußen sind, haben die ein freies Recht, mich anzugreifen, weil ich mich während der Laserattacke nicht so gut bewegen darf. Okay. Einmal hier rein. Noch einmal hoch. Die Beine sind zerstört. Das bedeutet, er macht zweimal den Laser. Und einmal dazwischen gehen. Und direkt wieder heilen. Okay. Ich habe zwar noch den Autoschutzengel im Notfall. Aber das Problem ist, dieser Boss hat zwei Phasen. Was noch dazu kommt. Okay. Aber ich mache den, den Schilden schon gut genug Schaden. Habe ich wieder Schaden bekommen. Okay. Erstmal das Schild abschießen, jetzt ihn. Dann zwischen die Beine gehen. Und das ist dann mein Schadensmoment. Bis die, die Laser rumkommen. Wenn ich von einem Laser getroffen werde, nehmen wir Instant Kill. Der Boss ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, das sage ich euch.
Okay. Wir haben zumindest schon mal einen B-Rang sicher. Gut. Da sind die Laser. Aber seine Schilde sind da und... Oh Gott, ich bin aus Versehen reingemanövriert. Das war nicht gut. Okay. Nicht leicht. Er hat nur zwei... Ja, da ist ein dritter Schild. Verdammt. Ich warte gerade erstmal darauf, dass sich meine Heilung voll auflädt. So. Okay. Sehr gut. Und genau dann, als die Laser kommen. Perfektes Timing, alle Schilde los zu sein. Okay. Einmal hoch für Massive Damage. Okay. Läuft gut. Und die Heilung ist schon da. Nur für den Notfall. Und den Schutzengel habe ich auch noch. Das läuft perfekt. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich erst so viel Schaden bekam. Aber ich bin einfach zu wenig ausgewichen in dem Moment. Nebenbei, ich mag die Musik von dem hier. Ist irgendwie so super abgespaced. Okay. Was? Oh nein! Ich bin einmal kurz stehen geblieben und das hat sofort für den Schutzengel gesorgt. Tja, den habe ich nun nicht mehr. Okay. Zeit für die zweite Phase. Einmal heilen. So. Bei dem gilt eigentlich erstmal ausweichen. Er hat nicht so viel Leben. Er darf mich nicht mit der Ram-Attacke treffen, aber nach der Ram-Attacke kann ich draufhalten. Das ist so das Geheimnis. Okay, weichen wir einfach aus. Die zweite Phase ist zum Glück insgesamt einfacher. So, der Charge einmal und das war's mit ihm. So. Gut, soweit ich weiß, ist das der schwerste Boss in den Gummimissionen. Wir haben zwar nur ein B, aber das liegt daran, dass ich nicht genug Schilder abgeschossen habe. Aber das wird mir mit der Belohnung aus diesem Kampf deutlich leicht fallen und das machen wir jetzt auch noch schnell. So. Wir gehen nämlich auf die Weltkarte. Und jetzt machen wir den Boss nochmal und ich werde euch zeigen, was für ein Unterschied das ist mit dem neuen Gummischiff, was wir haben. Es ist zufällig das beste Gummischiff im ganzen Spiel. Aufbrechen. Genau dort. Mit der Golden High Wind. Oh, das ist ein Gummischiff, das hat es in sich. Es hat ein Feu-K-Gummi. Seht ihr das? Ein Feu-K-Gummi. Einfach so. Oder ist das ein Eisker? Könnte auch ein Eisker sein. Habe ich bei dem Mini-Jet eigentlich auch was von der Golden High Wind? Ja. So, die sind alleine schon so richtig so groß wie ein normales Gummijet. Das ist echt unglaublich. So, los geht's. Ich werde im weiteren Verlauf aber trotzdem mit der Horizon rumfliegen. Das ist jetzt nur, um mal zu zeigen, wie OP dieses, dieses verdammte Schiff ist. Und los. Erstmal, es hat eine Schockwelle beim Dingsen. Das sind die Wassergummis, die das verursachen. Einfach eine Schockwelle beim Boost. So, guckt euch die Lebensleiste an. Wie schnell die einfach mal runtergeht. Das ist so surreal. So, und die Schilde werden auch so schnell runtergehen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, meine meine Mini-Jets sind besser insgesamt. So, also. Wir brauchen 1 Million Punkte, um den A-Rang zu haben. Und die kann man nur zusammenkriegen, indem man die Schilde erledigt. Das ist der eigentliche Sinn der Schilde bei diesem Kampf. So, eine Heilung in Kauf nehmen. Mann, das wirkt jetzt gar nicht so OP, weil meine Mini-Jets nicht dabei sind. Meine Mini-Jets haben viel davon ausgemacht. So, wir sammeln noch ein paar Punkte an ihn. Dann gibt er mir Schilder. So.
So, einmal so. Schilde sind schon wieder down. Einmal verteilen. Wobei man merkt schon, dass da viel Schaden ist. Allein daran, wie die Schilde down gehen von dem. Ah, ich habe die Beine von dem Ding fertig. Merkt man daran, dass er die Laserattacke zweimal macht, wie gesagt. So, 700.000, das ist schon ganz gut. Reicht gerade mal ein bisschen mehr aus, weil mein Leben. So. Okay. Jetzt sind wir langsam in der Phase des Kampfes, wo ich dem Gegner kaum Schaden machen will. Damit ich noch mehr Mini-Jets zum Abknallen habe. Und wie gesagt, ich muss über die Millionen Punkte kommen. Mini-Jets? Ich meine Schilder. So. Oh oh. Sehr gut. Da war wirklich nur schön schießen, wenn die Schilde da sind, um deine Schüsse abzufangen. Und ich will ab jetzt auch nur noch meine Laser tappen, damit ich den Zielsuchlaser auf den Gegner nicht mache. Und die Schilde will ich auch nur hier außen bekämpfen, damit nicht ein Laser den Gegner findet. Das ist im Prinzip gerade die Strategie. Ansonsten ist es abwarten, bis meine Heilung wieder da ist. Mit dem Stoff habe ich nebenbei keinen Autoschutzengel. Soweit ich weiß. Na los, geht aus der Mitte raus. Okay. Eine Heilung initiieren. So, bumm. Ein Schild nach dem anderen. Wir haben schon 900.000. Okay, einmal kurz den abknallen. Okay. Nur noch zwei Schilde, dann sollte es das sein. In dieser Phase kann ich rein gar nichts tun, weil ich den Gegner so aus Versehen besiegen würde. Okay. Okay, dann noch ein paar mehr Schilde. So, bei dem linken Bein bleiben. Damit mich die Gegner nicht im Laser nicht treffen. Da ist schon der nächste Schild, sehr gut. Komm da aus der Mitte raus. Ich schieße dich nicht ab, während du dort bist. Weil ich den Gegner aus Versehen besiegen könnte. Eventuell. Okay. Und noch einmal, dann haben wir's. So, das ist der Arang. Jetzt heißt es, stirbt Gegner. Und einmal den Kern abschießen. Ganz casual. Au, er hat mich getroffen. Ich habe so wenig Schaden. Und there you go. Wie ihr seht, ich habe nur 30.000 durch den Abschuss des Hauptgegners in der zweiten Phase bekommen. Also ja, man braucht die Schilde für einen A-Rang. So. Und das war's. Wie man sehen kann, alle Missionen mit A-Rang. Fertig. Und ich würde sagen, das war's dann auch so ziemlich für diesen Part. Was es in Twilight Town gibt, werden wir uns, denke ich mal, im nächsten Part ansehen, am Anfang. Aber die Frozen-Welt werden wir im nächsten Part auch noch bereisen. Also dann, danke fürs Zusehen, kommentieren nicht vergessen, Dragline ist immer out, bis zum nächsten Part dann. Tschüss!